Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Sie im Jahr 2009 den ersten Deutschen Betriebsrätepreis verliehen, durfte ich als Bundesarbeitsminister Schirmherr der Initiative sein. Ich freue mich, zum 10-jährigen Jubiläum des Preises heute wieder sprechen zu dürfen. Im Gründungsjahr des Betriebsrätepreises 2009 befand sich die Finanzkrise auf ihrem Höhepunkt. Dass die ökonomischen und sozialen Folgen der Finanzkrise in Deutschland gut abgefedert werden konnten, war auch der bewährten und vertrauensvollen Sozialpartnerschaft zu verdanken, die wir in Deutschland haben. Arbeitsplätze konnten gesichert werden, weil in Tarifverträgen vereinbart werden konnte, die Arbeitszeit zu reduzieren und Arbeitszeitkonten abzubauen. Die Bundesregierung hatte betriebliche Lösungen unterstützt durch das erweiterte Kurzarbeitergeld und das Programm Qualifizieren statt Entlassen. Das zeigt, die Sozialpartnerschaft ist etwas, auf das wir alle stolz sein können. Sie ist ein demokratisches Gestaltungsprinzip unserer sozialen Marktwirtschaft. Das zeigt sich auch an der positiven Haltung der Bürgerinnen und Bürger gegenüber der Mitbestimmung in Unternehmen und im Betrieb. Mit Mitbestimmung verbinden 68% der Bevölkerung etwas Positives, mit Betriebsräten sogar 70%. Ein wichtiges Ziel unserer Arbeit in der Bundesregierung ist, dass wir in Zeiten des Wandels für Sicherheit sorgen, auch im Bereich der Arbeit. Dazu gehört die Beschränkung von sachgrundloser Befristung oder das Recht, nach einer Teilzeitphase wieder auf die frühere Arbeitszeit zurückkehren zu können. Es ist für mich ein zentrales Anliegen, dass alle, die Vollzeit arbeiten, von ihren Löhnen und Gehältern auch anständig leben können. Der Mindestlohn ist nur die Basis. Wir brauchen wieder mehr Tarifbindung, in der Pflege, aber auch in anderen Branchen. Und dass man auch im Alter von 50 Jahren oder mehr noch einen neuen, guten Job finden oder sich nochmal neu beruflich orientieren kann, ohne Angst haben zu müssen, dann alleine dazustehen. Die letzte größere Reform des Betriebsverfassungsgesetzes liegt 17 Jahre zurück. Da gab es noch kein iPhone und auch keine Online-Plattform. Wir wollen das Zeitalter der Digitalisierung als Chance für mehr und bessere Arbeit nutzen. Dafür brauchen wir eine starke Mitbestimmung und Sozialpartnerschaft auch in der digitalen Arbeitswelt. Immerhin haben wir vereinbart, das Initiativrecht der Betriebsräte für Weiterbildung zu stärken. Das wird im digitalen Wandel immer wichtiger. Auch die Arbeitsmarktinstrumente wollen wir stärker auf die digitale Weiterbildung ausrichten und haben dazu schon einen Gesetzentwurf Qualifizierungsoffensive auf den Weg gebracht. Ob Fachkräftesicherung oder Weiterbildung, diese Herausforderung werden wir dann besser meistern, wenn Betriebsräte eine starke Stimme haben. Der Betriebsrätetag ist in den vergangenen 10 Jahren zu der Plattform für das Thema Mitbestimmung geworden. Dass das Jubiläum zusammenfällt mit den Betriebsratswahlen 2018, unterstreicht noch seine Bedeutung. Sie tragen in unserer Volkswirtschaft eine große Verantwortung. Dafür möchte ich Ihnen heute auch einmal herzlich danken.